ganz getrost rübergehen zum Spiel von Leverkusen. Die mussten in Rostock antreten und, wenn Sie so wollen, ist das der Angstgegner der Truppe von Klaus Toppmöller. Die letzten 5 Spiele in Folge haben sie nicht gewinnen können. Wenn die Serie Bestand haben könnte, würde das den Jungs von der Ostsee ganz gut schmecken, denn die hatten heute Stadionanweihung und das macht man am liebsten mit einem Erfolgserlebnis. Oder, Markus Höhner? Der FC Hansa hat ein neues Zuhause. Innerhalb von nur 16 Monaten haben sie hier aus der alten Bruchbude ein richtig schönes Stadion gebaut. 30.000 passen rein, rund 25.000 kamen zur Einweihung, zur Saisonpremiere des FC Hansa und damit auch zu seinem ersten Spiel für Rostock. Matthias Schober, sein erster echter Bundesliga-Ballkontakt. Seit dem Klops von Hamburg, sein aufgenommener Rückpass bescherte dem FC Bayern ja im Mai die deutsche Meisterschaft. Diese erste Parade für Hansa stammte aus der 2. Minute. Leverkusen begann sehr offensiv. Ecke Seroberto, Schober dazwischen und Baştürk harmlos. Der kleine Türke heute alleine im zentralen Mittelfeld. Klaus Toppmöller schonte den C-verletzten Ballack für die nächsten schweren Spiele gegen Belgrad und Bayern. Rostock nervös, Leverkusen klar überlegen, so das Bild in der Anfangsphase. Freistoß Schneider auf Baştürk, Baştürk gegen Maul, den lässt er stehen und macht ihn rein. 1-0 Leverkusen, 12. Minute. Die Gästeführung durch Yildiray, den kleinen Zauberer. Ronald Maul, Rostocks neuer Mann, nass gemacht und vorgeführt von Yildiray Baştürk. Die Kugel sauber abgeschirmt, die schnelle Drehung, Maul grätschte ins Leere und dann kurz trocken flach durch die Lücke. Yildiray, die türkische Trickkiste, 1,68 hoch, wieselwendig und auch noch so ein Abschluss. Schober und Benken kamen zu spät. Baştürks Zaubertor mitten rein in Rostocks Stadionfest. Alle Plätze sind hier überdacht. Fast alle. Der Trainer stand im Regen. Friedhelm Funkel brachte 4 Neuzugänge mit Schober, Maul, Hirsch und Weißhaupt. Aber bislang lief fast nichts zusammen beim FC Hansa. Dann kam Bashiru Salou energisch, kraftvoll gegen Ramelow und ab damit. Eine Einzelaktion des Kraftpakets aus Togo sorgte für Rostocks erste Chance. Das Spiel war nicht unfair, aber knüppelhart. Es ging zur Sache. Sebesken gegen Weißhaupt, da hat's gleich beide umgehauen. Für Lucio bietet Rom mittlerweile 80 Millionen. Seine Klasse hat sich rumgesprochen und er kriegt's, wie Sie sehen, auf die Socke. Am schlimmsten erwischte es Seroberto. Erst traf Oswald ihn hier heftig ins Gesicht und kurz darauf langte dann auch noch René Riedlewitz ordentlich gegen den Brasilianer hin. Und so sah der arme Seroberto dann aus. Ein ramponiertes linkes Auge, die Diagnose Jochbeinbruch, 4 Wochen Pause. Und kaum zu glauben, trotz gebrochenen Jochbeins spielte Seroberto noch bis zur Halbzeit weiter. Und wie er's tat. Da ist er, Seroberto und Kirsten. Die Riesenchance zum 2:0 in der 40. Minute. Tja, das wäre ein Ding gewesen, trotz Jochbeinbruchs das Spiel entschieden. Schober war geschlagen, fast hätte Kirsten den Abpraller noch erwischt. Halbzeit in Rostock. Enttäuschte Gesichter auf den neu gebauten Plätzen. Hansa mit 0:1 in Rückstand. Auf zum Pausensnack. Hinein in eine der 26 neuen VIP-Logen. Das war's erstmal aus dem Schmuckkästchen Ostseestadion. Die zweite Halbzeit und Bayerns Sprung an die Tabellenspitze. Bleiben Sie ran. Zurück im neu gebauten Ostseestadion. Tolle Einweihungsparty. 1:0 führen die Gäste und dazu noch allerschlimmstes Schmuddelwetter. Aber die Funkel Brothers wollten natürlich in der Halbzeitpause was austüfteln. Friedhelm ist der Chef, sein Bruder Wolfgang, der neue Co-Trainer des FC Hansa. Und Rostock begann den zweiten Durchgang mit deutlich mehr Pep. Beim letzten Heimspiel gegen Bayer haben sie auch hinten gelegen und doch noch gewonnen. Maul auf Salou und was macht der? Klasse durchgesetzt und dann doch nicht der Ausgleich
in der 46. Minute. Bashiru Salou mit Hansas bester Chance. Lucio und Nowotny trickste er prima aus. Butt rettete Bayer die Führung. Dann wieder Leverkusen. Baschte, fleißig und gut als Antreiber, auch zweikampfstark. Neuville, der frühere Rostocker. Und Kirsten rutschte ins Leere. Der Boden glitschig, Platzregen in Rostock. Friedhelm Funkel brachte danach einen frischen Stürmer. Markus Bayerle, den hat Hansa erst am Donnerstag von 1860 München geholt. Aber auch mit ihm wurde es nicht viel besser. Rostock kämpferisch engagiert, aber Leverkusen klug und überlegen im Stile einer Spitzenmannschaft. Das ist Neuville. Oliver Neuville, Schober, Neuville kriegt ihn noch, Kirsten drin. Vergnügt tummelten sie sich in der Pfütze. 2-0 Leverkusen in der 64. Spielminute. Verdient die Führung für die Mannschaft von Klaus Dockmöller. Von Baschdürk ging alles aus. Neuville nicht im Abseits. Der Weg war frei für ihn. Schober hielt gut. Neuville reagierte gut. Und Kirsten hat halt diesen Riecher. Er wusste, wem der Dank gebührt. Mit Olli macht das Baden Spaß. Und wir schauen auf den Vorbereiter. Yildiray Baschdürk, ständig anspielbar, immer in Bewegung. Und dann das Zuspiel im richtigen Moment. Das erste Tor schoss er selbst, das zweite leitete er ein mit seinem schönen Pass auf Neuville. Und dann genoss er von Weitem, was die Jungs da vorne draus machten. Das 2-0. Das Spiel war damit eigentlich entschieden und trotzdem hängte sich Hansa noch mal richtig rein. Und da kommt der Libero Jakobsen, fast der Anschlusstreffer in der 71. Minute. Und nochmal Rostock, aber die Beine wurden schwerer. Leverkusen stand hinten sicher und konterte Hansa cool und abgezockt aus. Lucio marschierte über den halben Platz. Lucio sieht Sebesken, der war völlig frei. Klatsch, der saß. Sultan Sebesken zum 3-0 für Leverkusen in der 75. Minute. Mit der Führung im Rücken spielte Bayer die Sache souverän runter. Ein brillanter Konter und ein Traumtor war es von Sultan Sebesken. Keine Abwehrchance für Schober, der passte haargenau unter die Latte. 0-3, dabei blieb's. Die Einweihungsparty ging für Hansa in die Hose. Daniel Günther sprach mit Friedhelm Funkel. Es gibt eine maßlose Enttäuschung und es gibt eine Enttäuschung, die relativ schnell verdaulich ist. Das hängt damit zusammen, weil wir... Das ist die schnell verdauliche? Das ist die schnell verdauliche, weil wir heute gegen einen Gegner verloren haben, der ganz klar besser war. Da hat er recht, kein Wunder, dass die feiern. Entscheidend ist, wie Leverkusen diese drei Punkte geholt hat. Überzeugend und souverän, so ist Bayer sicher ein Mitfavorit für den Titel.